Brüder und Schwestern in Christus, die Lesungen diesen Sonntags laden uns dazu ein, auf den Herrn zu warten am Ende der Zeiten. Wir haben jetzt vor einer Woche den Christkönigssonntag gefeiert, einen Tag, an dem wir den König des Himmels und der Erde feiern, an dem wir unseren Blick in die Zukunft gerichtet haben. Und so bleibt es auch heute. Man könnte meinen, jetzt warten wir auf Weihnachten, auf die Geburt Jesu, aber das ist eigentlich nicht der Sinn von Weihnachten und nicht der Sinn des Advents. Unser Blick wird heute auf das Ende der Zeiten gerichtet, wo Gott als einer dargestellt wird, der unser Erlöser von jeher ist, einer, der uns aus der Not dieser Zeit erretten wird. So hören wir auch in der ersten Lesung, die aus dem Buch Jesaja stammt. Es ist nicht von Jesaja selbst geschrieben worden, sondern von einem seiner Schüler, ein paar Jahrhunderte nach Jesaja selbst, dass diese Hoffnung auf das Kommen des Herrn vielleicht nicht in diesem Moment, aber doch in einer kurzen Zeit sehr lebendig war. Das ist so, wie wenn man auf den ersten Schnee wartet. Man sieht, der kommt schon, da kommen schon ein paar Flocken eigentlich angeflogen, aber es schneit noch nicht richtig. So muss man sich diese Erwartung, die in dem Buch Jesaja, also in dem dritten Teil, transportiert wird, auch vorstellen. Etwas, was unmittelbar bevorsteht, aber noch nicht eingetroffen ist. So ist diese Erwartung auf das Kommen des Herrn. So soll unsere Haltung auch sein. Jesaja freut sich schon darauf. Er wirft zwar dem Herrn vor, er hat das Herz der Israeliten verhärtet und irgendwie nicht zugelassen, dass sie ihm wirklich nachfolgen, aber das ist nur so ein Meckern, das jedem Menschen irgendwann zuteil wird. Viel wichtiger ist, was Jesaja dann später sagt, also diese Erwartung auf das Kommen des Herrn und dass er derjenige ist, der unser Erlöser ist, der alles wieder ins rechte Licht rücken wird. Gott ist also einer, der zu uns Menschen kommt, nicht weil wir so toll sind, sondern ja, in seinen Augen schon, aber manchmal stellen wir uns als Menschen nicht so gut dar. Er kommt, weil er es uns verheißen hat. Er hat uns versprochen, dass er uns in unserem Leben begleiten wird, in der Taufe, aber auch jedem Menschen, auch den Ungetauften, den Ungläubigen, hat Gott es verheißen, dass er eines Tages kommen wird und alles wieder richten wird. Und dieses Richten ist etwas anderes, als wir es gewohnt sind. Das ist nicht ein Richten, das wir aus den Gerichten können, sondern ein Berichtigen, wieder alles ins rechte Licht rücken. Und Jesaja hat auch nicht so ganz Unrecht, wenn er sagt, dass wir Menschen daran eigentlich schuldig sind, wie diese Welt aussieht. Also man kann heutzutage schwer behaupten, dass meine Sünden für das Leid dieser Welt verantwortlich sind, aber irgendwas Wahres ist schon daran. Hätten die ersten Menschen sich von Gott nicht abgewandt, wäre das uns nicht zuteil geworden, was das Leid der Welt ausmacht. Also Jesaja liegt hier nicht ganz falsch, oder dieser Schüler von Jesaja liegt da nicht ganz falsch. Aber ihm ist viel wichtiger dieses Richten des Blickes auf das, was kommen wird. Sie sitzen da in der babylonischen Gefangenschaft, die Israeliten, und wollen zurück. Und Jesaja beschreibt, Jerusalem ist zerstört, der Tempel ist abgebrannt, also da gibt es eigentlich keine Hoffnung, aber ich weiß, du wirst kommen und uns retten. Das ist nicht in dem Teil der Lesung, die wir heute gehört haben, aber gehört zu dieser Rede. Also dieser ungetrübte Blick nach vorne, wo eigentlich Gott auf uns wartet. Das ist das eine. Das zweite, was heute wichtig ist, haben wir im Evangelium gehört, im zweiten Teil, wo Gott uns daran erinnert, also Jesus, seine Schüler, dass wir
nicht säumig sein sollen. Wir sollen so tun, als ob der Herr schon vor der Tür stehen würde. Und was bedeutet das? Das kann man am Leben der ersten Mönche sehen, die sich in Ägypten angesiedelt haben, also im 3., 4. Jahrhundert. Da war das Ordensleben eine sehr lebendige Angelegenheit. Und diese Mönche haben sich zur Lebensaufgabe eines gemacht, also zuerst das Gebet, Leben in Abgeschiedenheit, aber das, was ihren Alltag geprägt hat, war die Arbeit, nichts anderes. Und für sie war es sehr wichtig, die Arbeit, die sie verrichtet hatten, also aus den Berichten wissen wir, diese ersten Mönche in Ägypten haben vor allem so Körbe geflochten und sie verkauft. Die waren darin anscheinend sehr gut und erfolgreich, weil in Ägypten waren es Tausende, die sich diesem Leben gewidmet haben. Und das Wichtigste bei der Arbeit war für sie, dass sie sie vollkommen machen, dass sie versuchen, sie perfekt zu machen, jeden Tag aufs Neue ein bisschen besser machen. Und das zeigt uns auch, wie unsere Nachfolge aussehen soll. Es kann sein, dass du gut dem Herrn nachfolgst, aber das ist nicht genug. Mache es morgen einen Tick besser. Versuche, noch besser dem Herrn nachzufolgen, noch besser die Arbeit zu verrichten, die dir der Herr als deine Lebensaufgabe in die Hände gelegt hat. Das sind die zwei Haltungen, die uns im Advent zuteil werden sollen. Nicht so sehr das Warten auf das kleine Kind, das so süß ist und schön, das gehört auch zu Weihnachten und Advent, aber das ist nicht das Wichtigste, nicht das Wesentliche, weil der Herr wird auf eine Art und Weise kommen, die wir uns nicht vorstellen können, dass sagt Jesus heute selbst in der Bibel. Und deswegen diese zwei Haltungen. Das erste, dieses adventliche Warten. Das Warten auf etwas, was mit ganzer Sicherheit kommen wird, was schon eigentlich eintritt, aber noch nicht ganz realisiert ist. Das ist das, was sehr viele Christen ausmacht, diese Haltung des Wartens. Das heißt auch, dass das, was wir jetzt haben, noch nicht ganz das ist, was wir bekommen werden. Wir sind noch nicht ganz erfüllt, unser Leben ist noch nicht ganz komplett. Es braucht eine Ergänzung und die schenkt der Herr, der schon vor der Tür steht. Er wird nicht säumig sein, diese Tür auch manchmal in unserem Leben einzutreten mit Gewalt, um uns zu retten, um uns das Leben zu ermöglichen. Also, du brauchst keine Angst zu haben, du sollst nur warten. Und das Zweite ist, was Jesus sagt, wir sollen nicht nur wachsam bleiben, sondern auch das tun, was zu uns gehört, zu unserem Leben gehört. Frag dich selbst, was Gott dir als deine Lebensaufgabe in die Hände gelegt hat. Und suche dir selber nicht das. Also das soll ein Geschenk sein, das soll etwas sein, was dir die Nachfolge ermöglicht. Und das ist auch ein gutes Kriterium, um zu prüfen, ob diese Arbeit, von der ich meine, das ist meine Lebensaufgabe, die mir der Herr geschenkt hat, wirklich diese ist. Führt es dich weiter in der Nachfolge oder nicht? Das ist dieses Kriterium. Wenn du durch Verrichten dieser Arbeit nicht weiter in der Nachfolge kommst, dem Herrn nicht näher kommst, dann lass es liegen. Das ist nicht das, was der Herr für dich möchte, dir als Lebensaufgabe geschenkt hat. Und wenn du sie schon gefunden hast, dann bleibe nicht dabei, sie zu verrichten. Mache diese Arbeit gut. Jeden Tag ein bisschen besser. Dann wirst du das Kommen des Herrn in deinem Leben auch erleben. Nicht nur in dieser Haltung des Wartens verbleiben, sondern auch die Erfüllung erfahren. Das ist das, was wir eigentlich im Advent feiern sollen. Dieses Warten auf das Kommen des Herrn in meinem Leben, in unserer Zeit, in der Kirche, hier und heute. Und zweitens, dieses treue, verrichtende Arbeit. So, als ob der Herr wirklich schon vor der Tür meines Lebens stehen würde.
Das ist immer ein bisschen befremdlich, aber ich finde es sehr nützlich, mich immer wieder aufzuraffen, indem ich mich frage, wenn das der letzte Tag deines Lebens sein wird, was wird das für ein Zeugnis für dich sein? Das frage ich mich sehr oft, wenn Brüder das Ordensleben und das Priestertum verlassen. Es kommt ab und zu vor. Und auch ältere Mitbrüder, die schon gut über 70 sind, tun manchmal sowas. Und dann frage ich mich, was ist das Zeugnis deines Lebens? Sag es mir, warum tust du das? Und so sollen wir auch sein. Frag dich selber, was das für Zeugnis für dein Leben sein würde, wenn du heute dem Herrn entgegentreten solltest, wenn das der letzte Tag deines Lebens sein soll. Das ist also für mich auf jeden Fall eine Hilfe, mich wieder, immer wieder aufzuraffen, immer wieder neu anzufangen, immer wieder auf den Herrn neu zu warten und die Arbeit noch ein Stück besser zu verrichten, als ich es bis jetzt gemacht habe.